Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Transformers Generations Combiner Wars Review hier auf Starlight.de. Heute habe ich für euch die Weiterführung der Welle 4 Reviews mit Mirage, welcher sich unschwer zu erkennen in einen Formel 1 ähnlichen Rennwagen verwandelt. Und um das direkt auch vorwegzunehmen, er ist lediglich ein Repaint mit neuem Kopf von Dragstrip aus Welle 1. Da werde ich gleich auch auf die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede besser gesagt zu sprechen kommen. Vorher werfen wir einen kurzen Blick auf den beigefügten Comic, den es halt in den USA zu den Figuren gibt. Ich habe meine Figuren von Actionfiguren 24 gekauft. Den Link poste ich euch hier unten in die Videoinfo. Da könnt ihr eure Figuren dann auch käuflich erwerben, wenn ihr möchtet. Welle 4 ist jetzt wohl auch in Deutschland aufgetaucht. Hat unser User Nevermore bei uns im Sichtungsthread gepostet. Wir haben einen Transformer Sichtungsthread im Forum. Den Link zum Forum findet ihr hier unten in der Videoinfo, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich weiß nämlich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, in welchem Laden das war. Ich glaube, es war entweder Toys R Us oder Real. Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Hier halt wieder dieses ganze Behind-the-Scenes-Kram. Welcher Comic das ist, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Müsste ich auch erstmal nachgucken. Aber gibt auf jeden Fall ein bisschen Combiner-Action. Starscream, Windblade. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Sehr schickes Artwork. Zeigt halt eben auch Mirage, wie halt jetzt wirklich auch als Combiner-Figur aussieht. Und nicht halt irgendwie ein Artwork aus einem anderen Spiel oder sowas, das halt eben nicht mit viel mit dem mit der Darstellung als Figur zu tun hat. Hier auch wieder so ein bisschen Info. Sehr cool auf jeden Fall. Aber zurück zur Figur und dem beigefügten Zubehör. Wir haben nämlich hier, wie schon bei Dragstrip, diese Schwertknarre, Gunblade, welches neuerdings irgendwie sehr gut anzukommen scheint bei Hasbro. Ist leider nur ein Stück graues Plastik. Die Waffe von Dragstrip war zum Beispiel lila. Was ich halt schade finde, ist halt, dass die anderen Figuren aus der Reihe stellenweise halt versilberte Waffen haben, aber jetzt wie halt hier der Combiner-Zusatzteil halt hier eben auch versilbert ist. Hier müssen wir normales graues Plastik. Das finde ich schade. Also hätte ich cool gefunden, wenn das halt auch versilbert wäre, aber naja gut, man kann nicht alles haben. Sonst identisch zu dem, was bei Dragstrip beigefügt ist, nur halt eben in einer anderen Farbe. Zur Figur selber. Sieht ziemlich cool aus und man hat auf jeden Fall das Farbschema von Mirage sehr gut getroffen. Wir haben hier diesen Schriftzug 62 Circuit Racing. Hier das Autobot-Logo, hier nochmal die 62. Hier auf der anderen Seite dasselbe. Hier auf den Spoilern gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Ist ungefähr größer oder gleich groß mit seiner was, Classics? Ja, Classics-Variante. Ich glaube, bei der Review zu Dragstrip habe ich auch die Classics-Variante dazu geholt als Vergleich. Die Video-Review zu Dragstrip, welche ich jetzt hier dazu hole, könnt ihr aber hier den Button erreichen. Sonst schaut doch mal in die Playlist zu Combiner Wars. Da habt ihr dann alle bisher von mir rezensierten Combiner Wars-Figuren in der Übersicht. Unterschied im Fahrzeugmodus, bis auf die offensichtlichen Farbunterschiede, gibt es eigentlich keinen. Also man hat hier keinerlei Neumodellierung vorgenommen. Finde ich in Ordnung. Ich hätte mich jetzt auch nicht beklagt, wenn da jetzt irgendwie ein bisschen was anders gemacht worden wäre. Weiß nicht, irgendwie der Spoiler größer oder sowas. Sonst sind das funktional gesehen die absolut identischen Figuren, nur halt eben in verschiedenen Farben. Die Verwandlung zeige ich euch jetzt auch noch ganz schnell. Auf die Verwandlung in die einzelnen Combiner-Funktionen, wie jetzt Beine und Arme, gehe ich jetzt nicht ein. Die sind wie gesagt identisch zu dem, was Dragstrip kann. Und das werdet ihr dann sehen, wenn ich dann später die Review zu Baller. Zu Optimus Maximus mache. So. Die Verwandlung ist ziemlich schnell von Hand. So. Schultern ein bisschen anheben. Hier haben wir jetzt Mirage im Robotermodus und er zeichnet sich halt jetzt eben auch vom Farbaspekt abgesehen nicht großartig von Dragstrip ab. Was wir halt bekommen haben, ist ein komplett neuer Kopf, den ich auch absolut gelungen finde. Man muss halt eben auch damit klarkommen, dass
dass er halt keine wirkliche hundertprozentige Repräsentation seines Generation Run Charakters ist. Er hat zum Beispiel nicht die Schulterraketen oder sowas. Das macht die Classic-Figur weitaus besser, aber für mich als Fan der Combiner Wars-Reihe kann ich mit dieser Interpretation durchaus leben. Finde ich in Ordnung soweit. Schade ist halt auch, dass er nicht seine typische Waffe hat. Aber es ist halt eben auch, man weiß halt, worauf man sich einlässt. Hier jetzt noch ein kurzer Vergleich zu Dragstrip. Und ja, für mich war halt eben klar, Kaufgrund, dass ich halt eben den vierten Combiner fertig haben wollte, dass ich die Neuinterpretation der Generation One Charaktere ganz gelungen finde. Auch wenn es halt eben, ja, nicht so hundertprozentig Generation One ist. Aber es ist halt eben der Wandel der Zeit, damit komme ich klar. Finde ich, wie gesagt, durchaus gelungen. Und ja, mehr habe ich zu der Figur jetzt auch nicht zu sagen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch eine Gesamtreview dann zu der Welle 4 geben mit Optimus Prime als Optimus Maximus. So, so viel zu Mirage. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Fragen zur Figur habt, immer her damit. Kaufen könnt ihr die, wie gesagt, bei Actionfiguren24. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dann und auf Wiedersehen. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.